So, herzlich willkommen zurück zu Rise of the Triad. Wir wollten hier runter. Was ist denn hier? Von wo kam ich überhaupt? Von hier. Das heißt, wir könnten da mal reingucken. Muss ich da wahrscheinlich eh wieder laden, weil ich zu blöd bin. Jo. Da scheint es mir aber irgendwie weiter zu gehen. Was gibt es denn hier ganz unten noch? Gibt es nix? Ich glaube, das war sinnvoller, erstmal hier alles abzugucken. Genau, das hat mehr Sinn gemacht, weil dann geht es nämlich regulär weiter. Gut, speichern wir das mal. Und jetzt will ich nochmal den Altfire-Modus testen. Ich glaube nämlich, dass man die falsche Taste durchgegangen. Hm, verbraucht keine Munition. Okay, muss mal gucken, was das macht. Darunter kann ich mir jetzt irgendwie nichts vorstellen. Das bringt nichts. Gut. Mal für eine vierte Waffe im Moment. Gar keine, gar keine, das ist nicht gut. Dann die halt mal kriegen da. So, dann haben wir eine. Dann speichern wir hier nochmal. Da kommt ein Typ hoch. Weg mit dem Schädel. Brauchst du nicht mehr. So. Damit du auch keinen Rise of the Triad mehr spielen kannst. So. Das ist eng. Hab ich noch anders durch? Nicht so wirklich. Wirklich sehr eng hier. So ist. Wäre nicht sonst echt ein bisschen eng gewesen. So. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich wieder da durch. So. Okay. Soll ich da jetzt durchkommen? Ach, scheiße, ey. So. Gut. Das war aber machbar. Wir sind doch jetzt am Anfang, oder nicht? Bin ich jetzt wirklich... Nee, ich bin doch weitergegangen. Das wäre es jetzt noch gewesen. So. Sind jetzt hin. Sind wir hier unten? Ah, okay. Nee.
Soll ich da nicht rauf irgendwie? Gute Frage. Nee, irgendwie ist das so nicht gedacht, wie es scheint. Ich komme da echt nicht durch. Ja. Nein, so war es offensichtlich nicht gedacht. Aber schön, dass man auch mal wieder feststeckt. Ach, komm. Das ist echt schlimm bei dem Spiel, muss ich sagen. Doch, man muss doch da irgendwie durch. Muss so gedacht sein, weil da reinkommt man ja auch nicht. Ja, aber was? Ich muss es nicht verstehen. Jetzt geht's auf einmal. Und da habe ich wieder die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Und statt Leertaste Alt gedrückt. Kann natürlich auch sein. Will ich nicht ausschließen, dass es meine Schuld war. Ich treffe ihn gar nicht. Ich treffe ihn nicht und er lässt sich trotzdem abschießen. Braves Bürschchen. Oh, oh, oh. Der war sehr gut. Ja, das sind zwei. Das sollte man vielleicht berücksichtigen. Was? Ich hab dich doch... Ach komm. Ich hab dich doch durchgelassen. Erzähl doch nicht. Ach, der bleibt stehen. Jetzt sag das doch, dass du stehen bleibst. Was? Oh! Hi, Süßer! Da ist noch einer. Ich muss da mal den Altfeuermodus ausprobieren. Da bin ich mir höchst gespannt. Na, fuck. Was macht der? Verstehe ich nicht. Was macht der? Komisch. Mich würde mal eine Erklärung dafür interessieren, was Altfeuer macht. Weil wirklich klar ist das nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Hier ist fressen. Also, ne? Sieht Lorelei auch so. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass Lorelei männlich rülpst und nicht weiblich. Das passt nicht durch, erzählt doch nicht, muss doch das ernsthaft. So übbar. Lebst du das? Und wieso passt meine Rakete da nicht durch? Passt die da durch? Hätte doch sein können. Klar. Hätte doch sein können, dass eine größere Rakete da durchpasst. Ach, ernsthaft, den habe ich auch nicht gespeichert. Ah, den speichern so den Arsch. War jetzt doof, dass ich nicht gespeichert habe. Na gut. Wieso hat der eigentlich Handgranaten und ich nicht? Was zur verdammten... Was zur verdammten Hölle? Ja, das ist gut sein. Leck mich.
Eben habe ich mich so schön hingestellt, dass er mich nicht erwischt. Mann! Warum? Ich hätte den definitiv speichern sollen. Diesen Penner. Ah, jetzt! Ich habe ein Loch in die Wand geschossen. Was? Ja, toll, ist der tot, aber ich auch, oder was? Ah! Genau! Das ist ja furchtbar, ja. Lass dich doch mal abschießen. Wie ein Mann. Na also. Wie eine... Hüpfe, springe, sterbe. Brav. So. Okay, nehmen wir nochmal das Fressen mit. So. So, konfrontier was abschießen. Nein. Nein, das kann man alles nicht tun. Das ist bedauerlich. Ich würde da gerne mal runterschießen. Jetzt schieße ich halt so da runter. Du triffst nicht, ne? Ja, du triffst nicht. Braves Bürschchen. Warum kompliziert, wenn es doch einfach geht? Ich möchte da lieber dem Motto so rumverfahren und nicht... Naja, ihr wisst schon, ne? Aber dem muss ich kompliziert fahren, weil ich die Rakete da nicht durchkriegen tue. Was? Oh, ernsthaft, feg dich. Gott, ey. Wow, aber er trifft hier nicht durch, das ist schon mal ganz gut. Komm, fahr nochmal zurück. Du möchtest unbedingt meine Rakete abbekommen, komm, gib's zu. Es lebt noch, das ist stark. Ach komm schon, sei so gut und lass dich abschießen. Fuck, das ist ein Gegner. So, was ist denn da vorne? Bam. Auch tot. Ah, der will nicht irgendwie, ne? Sag mal! Jetzt sag mal, wenn du mal... Hilfe! Der war stabil. Das muss man ihm wirklich lassen. So. Oder ich habe ihn die ganze Zeit nicht getroffen, aber... Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil... auf. Ne, geht nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Das Zeug, was ich haben will. So. Hallo Lampe. Gut, was haben wir hier unten Schönes?
Müssen wir runter, okay. Gucken, wie viele tausend Secrets ich schon wieder verpasst habe. Wahrscheinlich eine ganze Ecke. Tja, kann gut sein, ne? Ja! Sehr gut! Sehr gut! Ja! Ja! Sehr gut. Das Spiel ist bugfrei. Sieht man sofort. Oh. Sieht man sofort, dass das bugfrei ist. Erkennt doch jeder. So. Jetzt haben wir diese tolle Split-Missile mit. Ich habe hier nämlich was. Nur ein Secret. So, das Spiel ist bugfrei. Es hat überhaupt keine Bugs, es ist total bugfrei. Hier gibt es einfach keine Bugs, es ist absolut bugfrei. So. Oh Gott, ey. Halt die Fresse. So. Wird nicht geholfen, wird abgeschlachtet. So. Wo war ich denn eben? Ach ja, ich habe ja eben die Map verlassen. Kann ich das nochmal machen? Ich will das nochmal machen. Ich fand das echt ulkig. Wie habe ich das eben gemacht? Ich will nochmal. Okay, irgendwie, ne? Das Spiel nochmal trollen. Vielleicht kann ich ja zum Mars kommen oder so. Vielleicht hat das Spiel den auch noch mitgerendert und deswegen ist die Performance so schlecht. Ja, das könnte doch eine Theorie sein. Ich fände das eine plausible Theorie. Oh Gott, das macht ja schon mal Spaß, das Spiel zum Backen zu bringen, ey. Komm, wo können wir den nächsten Bug hervor? Holen, komm. Wo hab ich denn das eben gemacht? Ich hab das schon wieder vergessen. Komm. Ich will nochmal. Einmal will ich nochmal backen. Komm. Wo hab ich das getan? Hier! Hier! Ah, so. Guck, das kann man jetzt mal machen. So. Können wir den Felsen hier abschießen? Komm, wir schießen nochmal ein paar Raketen hin. Hast du den mitgerendert? Jawoll! Das hast du, das machst du sogar. Die haben sogar eine Kollisionsabfrage. Ist gigantisch. Und was passiert, wenn ich jetzt in den Himmel schieße? Nein, der Himmel hat keine Kollisionsabfrage. Oder? Spannend. Oh! Die Rakete explodiert in den Himmel. Nein! Ich wollte doch zum Mars fliegen. Doch, ich habe mein Raumschiff vergessen. Ungünstig. Obwohl, ich fliege gerade zum Mars. Die Erde verlasse ich jetzt ja gerade. Mal gucken, vielleicht lande ich ja auf dem Mars oder so. Oder in der Sonne. Man munkelt da noch drüber. Vielleicht haben sie da ja auch ein Secret versteckt da unten und das muss man jetzt finden. So irgendwo im Weltraum. Kann man schon mal machen. Der Bug ist ja mal genial. Oh. Uiuiui. Sollte nicht zu voreilig sein. Ach. Leck mich.
Ich will da ohne Schaden rein. So. Ach, das ist köstlich. Dieses Spiel ist so schön verbuggt. Da sollte das Feuer jetzt nicht drauf gehen. Ne, also da. Also drauf schießen kann man schon mal machen, aber das Feuer darf nicht ran, ne? Kennt man ja. Oh, hi Jungs! Das hat mich ein bisschen mitverletzt, das ist mir aber egal, ob der Typ ist tot. Das könnte das Lava-Ding jetzt gewesen sein, was wir eben außerhalb der Map gesichtet haben. Das wäre noch lustig, wenn man jetzt außerhalb der Map noch Gegner töten könnte. Was spricht da dann jetzt gegen? Also das fände ich jetzt auch mal eine coole Sache. Gut. So. Ich denke mal. Ja, ich denke mal, ich belasse jetzt das hier rauf und beende den Part, weil die haben die 20 Minuten schon wieder rum. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.